Also ich bin der Sören Kluge. Ich bin heute hier zur Betreuerparty, um andere Betreuer wiederzutreffen bzw. Teilnehmer. Also ich bin jetzt 2 Jahre dabei, bin Betreuer für Kinder bzw. Jugendliche. Besonders gefällt mir, dass die Kinder, also jetzt gerade, wenn es wirklich, sagen wir jetzt unter 14 oder unter 12 sind, dass sie einfach das sagen, was sie denken. Und es ist halt auch teilweise mal schön, selber nochmal Kind zu sein. Von daher, also gibt eine Menge Spaß. Ich bin Betreuer geworden, weil ich selber als Teilnehmer 3-4 Mal mitgefahren bin. Mich das interessiert hat, auch selber mal halt Betreuer zu machen. Mein Cousin war auch Betreuer und macht mir einfach Spaß, mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten. Also es ist ja eine reine ehrenamtliche Tätigkeit in einem Verein. Und von daher ist es Spaß an der Freude. Also es ist jetzt nicht irgendwie jetzt hier, um Profit zu machen oder was. Es ist halt einfach nur eine Aufwandsentschädigung. Und ja gut, wie gesagt, halt, wenn man selber damit mehrmals mitgefahren ist und dann ist die Kindervereinigung die Basis sozusagen bei mir gleich um die Ecke. Ja. 3 Häuser weiter, von daher. Und wie bist du damals, wo du selber gefahren bist, wie bist du da zur Kindervereinigung? Ja gut, da kann ich mich eigentlich nur noch ganz vage dran erinnern, weil das alles meine Eltern gemacht haben. Da war ich 13, 14, 15. Die haben das halt für gut befunden und haben mich dann einfach hingeschickt. Ja, wir haben halt auch mal eine Wasserschlacht gemacht. Dann letztes Jahr in Flöha mit einem Kanu gefahren, das ist auch mal witzig. Ja, und dieses Jahr Kroatien war einfach mal der Hammer, weil es halt Meer, Adria und na, ist halt was anderes, als wenn man hier jetzt an den See geht. Also ganz ehrlich, gar nicht gut. Wir sind ja in Chemnitz. Also ich sag mal, als Stadt, die wirklich jetzt einen höchsten Altersdurchschnitt hat, dann noch zu sagen, gut, hier die wenigen Kinder, die es gibt, da jetzt nicht zu fördern, wäre totaler Quatsch. Im Gegenteil, eigentlich müssen mehr Angebote bereitgestellt werden, dass eben die Kinder sich dann auch gut entwickeln, halt in der Gruppe auch entwickeln, Kontakt zu anderen Leuten haben. Ich finde sogar, dass man noch mehr Fördergelder, sprich halt Spenden da bereitstellen sollte, um das halt da noch zu forcieren alles.